Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir, Bruxus. Und in diesem Video stelle ich euch, ja, habt keine Angst, ich zeige euch nicht nur das, sondern ich zeige euch auch diesen beiden, also diesen Mock vor. Ich zeige euch in diesem Video diese beiden Mocks. Ja, ich wollte nur ganz kurz mal etwas zu den beiden sagen. Also, ihr denkt gerade, ich verarsche euch, oder? Ja, nein. Also, das ist kein Scherz, das hier. Das habe ich wirklich gebaut und das hat sogar ein bisschen gedauert, um das richtig stabil zu bauen, weil, ja, das werdet ihr bald gleich sehen. Aber das ist das ist ein TIE-Interceptor und was ist das? Ja, das ist eine gute Frage, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gibt ihnen einfach Namen oder Motor, also das ist alles außer ein Auto. Es ist einfach Motor auf vier Rädern, sagen wir mal. Ja, jetzt fangen wir mit dem ersten Mock an. Ja, Leute, der erste Mock ist dieses Ding hier. Ja, Leute, das ist einfach nur so ein Rückziehmotor. Denn ihr seht, ja, jetzt wird mein Stativ wieder mal unstabil. Also, das fährt einfach, das hat so einen Rückziehmotor. Ich habe einfach da so ein paar Räder an den Rückziehmotor dran montiert. Aber, ja, wie ihr seht, es ist nicht so, es ist nicht so des Gerades. Also, es fährt nicht immer gerade, nur wenn man es wenig so nach hinten zieht. Ja, also hier habe ich immer so eine X-Achse reingemacht. Immer so hier, also hier ist es schon automatisch befestigt an diesen beiden Rädern hier. Ja, hier ist sogar das Rad weg. Ja, was soll ich sagen? Das sind einfach so nur ein paar Teile hingemacht, um zu sehen, ob das halt funktioniert. Denn ich wollte dann so einen Panzer bauen. So eine. Die kennt ihr diesen Panzer aus The Clone Wars, wie die halt so mit diesen Lasern schießen? So einen wollte ich halt bauen. Und ich wollte sehen, ob dieser Rückziehmotor halt funktioniert. Denn ja, vielleicht kommen auch bald Stop-Motion-Filme, aber ich bin mir noch nicht so sicher, denn die sind viel aufwendiger als meine Videos. Weil da muss man immer ein Foto machen, die Minifigur bewegen und beziehungsweise auch den Raumschiff. Und ja, das ist einfach nur so ein Motor auf Rädern. Da könnte man noch ein bisschen hier verschönern, indem man hier so ein paar Pins reinmacht. Und ja, ich glaube, das ist nicht so das schönste Modell, aber also das ist zum Spielen. Man muss einfach nur eine Kanone oder so dran montieren und dann so gegen die Spielemauer. Das ist dann so geil. Also ich und mein Bruder hatten damals diese Race-Sets, in denen man gegeneinander knallen lassen konnte. Und dann haben wir immer da so gespiegelt und dann haben wir eines Tages den Auto gegen der Wand geschmissen und dann ist einfach so der Motor rausgesprungen. Ja, also nein, dann ist das ganze Set kaputt gegangen. Das waren nicht so stabile Dinger und wie ihr wisst, wenn es halt gegen etwas aufprallte, dann explodierte der Motor. Ja, deswegen sieht das jetzt irgendwie so aus, das Auto. Ich fand, es sah früher schöner aus, aber ja. Und vielleicht könnte man auch noch die Funktion einbauen. Kennt ihr diese Autos, die man so umdrehen kann, die halt so fahren und dann sich so umdrehen und dann weiterfahren? Also, wenn der Motor ein bisschen dünner wäre, dann würde das noch ein bisschen ein bisschen gehen. Ja, also zu diesem Mock habe ich nicht sehr viel zu sagen, aber zu dem nächsten schon ein bisschen mehr. So, Leute, das ist jetzt mein Hauptmock. Ja, wie ihr seht, sind es jetzt so ein paar Sets zusammen gemacht. Also, das ist hier der TIE Advanced Set. Den UCS-Modell, den hatte ich tatsächlich nicht. Ja, ich habe einfach den TIE Advanced Set, habe ich mal versucht nachzubauen. Sogar in Originalfarbe habe ich dann nicht geschafft. Ich habe nur die Flügel fertig gebaut. Und dann habe ich einfach die Teile aus dem Flügel genommen und in diesen umgebaut. Aber ja, dann ist hier die Mitte von Yoda Starfighter. Jetzt zeige ich euch alles, genau. Also, hier, es ist so, ja, wie ihr wisst, es ist einfach nur so auf eine Noppe gestützt. Wartet mal, so auf eine Noppe ist dieses Ding hier gestützt. Schaut, wartet mal, so auf eine Noppe einfach nur. Aber es ist stabiler, als man denkt. Also vor allem, als das aussieht, denn man denkt so, es geht kaputt, wie Brick Stories machen würde. Ja, diese unteren Flügel gehen auch leicht ab, aber ja, das ist nicht so das stabilste Mock, den ich gebaut habe. Das stabilste Mock ist
Also, welches ist mein stabilstes Mock? Ja, das Lichtschwert. Also, den Mock-Review findet ihr, also die neuen Mock-Reviews findet ihr hier oben und auch am Ende des Videos und auch in der Videobeschreibung, wie immer. Und, ja. Also, was soll ich sagen? Das ist jetzt, also, ich habe da so ein paar Teile aus Dark Souls Castle genommen. Deswegen ist sie innen drin so düster, weil, wie ihr wisst, habe ich alles rausgemacht. Ja, ich habe einfach alles, die Schönheit von der Dark Souls Castle verschwendet, sagen wir es, wie man das sagen muss. Aber, ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe in der Zwischen, also, ich habe ein paar Mocks gebaut zwischen meinen Videos. Das ist halt einer von denen, das ist halt so, also das hat ein paar Funktionen, sage ich mal so. Wie gesagt, das ist in der Mitte des Yoda Starfighter. Und wie ihr wisst, ist Yoda keine richtige Minifigur, die ist halt ein bisschen kleiner. Also muss ich schon ein bisschen anpassen. Also, ihr findet auch Yoda Starfighter und die da so das Castle hier unten verlinkt. Ja, ich sag euch mal, das geht mit den Minifiguren, falls ihr es nicht wisst, jetzt sage ich euch, wie es. Ja, Leute, haltet mal, wer dieses Ding fliegt. Nein, nicht der Yoda und auch niemanden aus Star Wars, sondern den allbekannten Flash. Ja, ich habe ihn den Kopfteil abgenommen. Das ist sogar eine der meiner Top 10 hochwertigsten Minifiguren. Armprint, neue Kopfmold, alles cool. Also, ihr wisst, der Kopfmold lässt es hier nicht so reingehen. Aber ist trotzdem eine schöne Minifigur. Wie ihr wisst, aus meinem Top 10 Video. Warte mal. Ich kann hier nichts, ne? Ich kann nicht mal eine Minifigur richtig rausholen. Also, Dual Molded Beine. Das ist super cool. Das ist immer bei Minifiguren cool. Und einfach so eine Beinbedruckung. Einfach so eine Beinbedruckung. Okay, das war in der Minifiguren-Serie. Aber wer will bitte schon keine Beinbedruckungen und Dual Molded Beine? Also, bei C3PO würde das, glaube ich, nicht gehen. Also, das ist 100%, das geht hundertprozentig nicht. Dual Molded Beine. Wie sollte das aussehen? Aber zwei bedruckte goldene Arme wäre schon irgendwie cool. Jetzt wie immer verklappt es nicht. Ja, natürlich, ich hab's auch gebaut, ne? Aber egal. So, jetzt geht es aber, schaut mal, wenn man das irgendwie so sieht. Ich habe auch mal gedacht, so einen TIE Fighter zu bauen. Wartet mal, so einen. Aber wie würde das bitte schon aussehen? Ja, es gibt schon komische TIE Fighter Modelle. Apropos komische TIE Fighter Modelle. In der Videobeschreibung findet ihr den Video von Star Wars Basis, also SWB. Grüße auch noch an dir. Ja, wie gesagt, das ist ein TIE Fighter und das ist eigentlich ein TIE Interceptor, wenn man das richtig nimmt. Also die Flügel sehen so aus, aber das ist nix eigentlich. Also ja, das ist nix oder so. Das ist alles und das ist auch gleichzeitig nichts. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit über den beiden Mocks. Aber bevor wir zu den Fazit kommen, wollte ich euch ja nur ganz kurz mal zeigen, was diese, also ein paar Funktionen, also zum Beispiel hier, kann man es einfach so umklappen. Ja, das sieht auch sehr interessant aus, wenn man einfach nur so die Flügel bewegt. Das finde ich auch irgendwie cool. Und dann, das finde ich die coolste Funktion und eigentlich auch die einzige coole Funktion. Also ist sie gleichzeitig auch, ja, wie gesagt, die coolste Funktion. Man kann die Flügel irgendwie einklappen, obwohl das nicht so geeignet ist. Also es wurde nicht extra dafür gemacht, aber das sieht auch nicht mal so schlecht aus, wenn man von oben anschaut. Also Leute, jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Ja, Leute, wie immer gibt es jetzt ein Fazit. Jetzt will ich euch nur sagen, wie immer rate ich euch, solche Mocks zu bauen, denn das hilft der Inspiration, der Kreativität und noch vielen weiteren Punkten, die wichtig für die Gesundheit sind. Also Leute, baut jetzt ein Mock, jetzt abonniert mich, dann aktiviert die Glocke, Daumen nach oben, schaut meine anderen Videos an, bis zum nächsten Mal und ciao.